Christian Fuchs ist begehrt. Denn wann bietet sich schon einmal die Möglichkeit, mit einem Legionär und Teamspieler auf dem Platz zu stehen? Die Fox Soccer Academy findet Ende Juni in New York statt. Fuchs will die Begeisterung für den Fußball ein wenig nach Amerika bringen. So eine Reise ist wohl zu weit für die meisten österreichischen Kinder. Aber dieser Tag in Wien gilt nicht der Promotion dieses Projekts, sondern vielmehr als großes Dankeschön an die jungen Fans. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass das eine super leimende Geschichte für die Kinder ist. Ich meine, die unterstützen uns im Stadion. Das sind die, die eigentlich am Fußball begeistertsten sind. Und ich denke, das ist ja eine super Sache, wenn man da eine Kleinigkeit zurückgeben kann. Fuchs Ehefrau Raluca lebt mit den Kindern in New York. Die Familie hat dort viele Freunde. Deshalb gibt es heuer das Fußballcamp im Big Apple. Aber auch hier in Brigittenau macht es den möglichen Zukunftshoffnungen richtig Spaß. Es war sehr schön mit Christian Fuchs. Mir hat es alles Spaß gemacht. Ich bin ein richtiger Fan, also voll cool. Also sehr gut, der Christian Fuchs war aber sehr nett. Es hat Spaß gemacht. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Es hat also sehr Spaß gemacht. Voller Einsatz bei großer Hitze. Und manchmal weiß sich Christian Fuchs nur mit rüden Fouls zu helfen. Für den Kapitän ist diese Zeit auch dazu da, um abzuschalten. Allerdings gilt die volle Konzentration dem Spiel gegen Russland. So leicht wird es am Sonntag wohl nicht werden. Wenn das jetzt nicht gewonnen wird oder sogar verloren wird, dann sind wir auch nicht traurig, sondern machen wir unser Spiel weiter. Wir wissen, dass noch mehr Spiele am Programm stehen und unser Ziel verlieren wir trotzdem aus den Augen. Und da können auch die Kinder mitreden, denn sie alle sind kleine, große Fußballexperten. Der hat Ahnung von Fußball. Das muss jetzt leider ändern, aber... 13-0 für Österreich. Also ich hoffe 2-1. 3-1. 3-0 Österreich. Ich hoffe und ich glaube, dass es so 2-1, 3-1 ausgeht für Österreich. Gewinnen werden sie auf jeden Fall.